Am Weltflüchtlingstag hat der UN-Hochkommissar Filippo Grandi ein Migrantenlager in Libyen besucht. Zuvor hatte die UNHCR, das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen, neue Zahlen für 2017 bekannt gemacht. 68,5 Millionen Menschen aus aller Welt sind wegen Konflikten, Armut oder Hunger auf der Suche nach Hilfe oder Schutz. Meine Botschaft am Weltflüchtlingstag heißt, die Antwort auf diese Krise ist nicht Panik, nicht die Schließung von Grenzen und Häfen, sondern Zusammenarbeit auf internationaler Ebene, um Lösungen zu finden. Wenn das so läuft, wird das Problem beherrschbar sein. Der Regierungswechsel in Italien und die Zerrissenheit der deutschen Regierungskoalition in der Asylfrage haben aktuell dafür gesorgt, dass die Flüchtlingsfrage wieder ganz oben auf der europäischen Agenda steht, um Alleingänge einzelner Staaten zu verhindern, und wird deshalb Thema des nächsten EU-Gipfels Ende Juni sein.